Neues Jahr, neue Vorsätze. Doch jeder zweite Deutsche hat in der ersten Januarwoche schon mit seinen Vorsätzen gebrochen. Ein leidiges Thema. Ja, da gibt es sicher so wieder, wie alle Jahre, so einige Vorsätze, die man sich vorknöpft. Bis jetzt hatte ich ganz viele Vorsätze in den letzten Jahren. Und was sind die typischsten Vorsätze? Meine Diät. Jedes Jahr das Gleiche. Mein Sportverhalten. Ja, dass ich mehr Sport machen möchte. Ja, wie jedes Jahr, ne? Mit dem Rauchen aufhören. Aber es funktioniert, glaube ich, nicht. 2016. Ich will mein Leben ändern. Und genau das haben sich auch Jill, Jackie und ihr Freund Alex, Luca und Jenny vorgenommen. Wir haben diese 5 jungen Menschen 4 Wochen lang begleitet. Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Wir wollten vorab schon sehen, wie schwierig ist es, sich an diese auch zu halten. Die 22-jährige Jill möchte mit dem Rauchen aufhören. Ich bin irgendwie reingerutscht in das Rauchen, dadurch, dass viele Freunde von mir geraucht haben. Kann sie sich dem Gruppenzwang entziehen? Jackie und ihr Freund Alex wollen von nun an vegan leben. Ja, wir machen eine kleine Competition daraus. Wer hält länger durch? Auch Luca hat sich einiges vorgenommen. Er möchte die nächsten 4 Wochen mit 50 Euro auskommen. Von den 50 Euro werde ich nicht bestreiten. Mietkosten, Handyrechnungen und solche Geschichten. Aber was auf jeden Fall da reinspielen wird, Lebensmittel, Party auf Abend, solche Sachen. Ob er sich mit dem neuen Lebensstil endlich einen Urlaub leisten kann? Und dann wäre da noch Jenny. Sie ist schminksüchtig. Ich fühle mich dann immer so komisch. Also ich will es echt sehr, sehr gerne sein lassen, aber ich kann es nicht. Ich fühle mich dann einfach nicht wohl und das bin nicht ich. Ich bin dann, fühle mich dann ein bisschen hässlich. Wir besuchen die 26-Jährige in Gelsenkirchen. Oben ohne geht Jenny nicht aus dem Haus. Doch in den nächsten 4 Wochen möchte sie komplett auf Schminke verzichten und so ihrer Haut und dem Geldbeutel etwas Gutes tun. Für die stilbewusste Jenny und ihre spanischen Gene ein harter Schritt. Ich weiß nicht, ob die Spanier mehr Wert als die Deutschen auf ihr Äußeres legen. Ich lege sehr viel Wert darauf. In einer Umfrage von 2015 belegen die Spanierinnen übrigens tatsächlich Platz 1 der attraktivsten Frauen Europas. Deutschland ist auf Platz 2, Briten und Russen landen hinten. Hier verbringe ich die meiste Zeit, hier schminke ich mich, hier style ich mich. Hier habe ich erstmal meine ganzen Pinsel, die brauche ich alles für die Augenbrauen, für die Wimpern. Dann habe ich hier noch meine Lidschatten, meine Cremes. Alles Mögliche an Lippenstiften, mein Parfüm, das mag ich und ich fühle mich da wohl. Und das gehört einfach zu mir. Jede Menge Zeug, für das Jenny jeden Monat bis zu 200 Euro ausgibt. Das ist definitiv zu viel. Ich bin noch in der Ausbildung und das ist quasi fast die Hälfte von meinem Azubi-Gehalt. Und nicht nur das. Im Jahr sind es umgerechnet 2400 Euro. Damit kann man mal eben einen kleinen Urlaub finanzieren. Aber jetzt hat Jenny einen Vorsatz. Sie sagt 2016, ich will mein Leben ändern. Ich möchte gerne herausfinden, wie ich auf Leute wirke, wenn ich ungeschminkt bin und wie ich vor allem bei Männern ankomme und ob halt mein Äußeres so wichtig ist oder eher meine Persönlichkeit wichtiger dem Menschen ist, als wie mein Äußeres. Bevor Jenny sich von Freundin Steffi helfen lässt, treffen wir einen jungen Studenten aus Köln. Luca möchte die nächsten 4 Wochen mit nur 50 Euro auskommen. Ob das ein bisschen zu blauäugig ist? Der Student lebt definitiv über seine Verhältnisse. Wie viele Deutsche, jedes 6. Konto ist am Monatsende im Minus. Millionen Deutsche kommen mit ihrem Geld nicht aus. Der 26-jährige Kölner möchte da nicht mehr dazugehören. So, hallo zusammen. Hier geht's in mein großes Privatreich. Ich fühle mich pudelwohl. Eine Einzimmerbutze, mehr gibt das Monatsbudget von 700 Euro nicht her. 300 Euro Miete, 70 Euro für seine Krankenversicherung. Und für Handy und Internet ist Luca noch mal 30 Euro los. Bleiben noch 300 Euro zum Leben. Hängt natürlich auch so ein bisschen von den Monaten ab. Ne? Es gibt Monate, da ist irgendwie mehr Party. Luca ist doch anspruchsvoll, wenn es ums Essen geht. Also am Monatsanfang gibt es eher, sag mal, ein Stückchen Fleisch oder ein paar Gambas, viel Gemüse. Und am Ende geht es dann eher so Richtung Brot und Aufstrich und ja, eher Wasser. Noch ist der Kühlschrank voll. Und dass es künftig am Monatsende nicht immer auf Wasser hinausläuft und er sich auch Wünsche wie einen Thailand-Urlaub erfüllen kann, möchte Luca sich ab sofort extrem einschränken. Budget gekürzt. 150 Euro sollen ab sofort in die Urlaubskasse wandern. Sein Vorsatz, 4 Wochen von nur 50 Euro leben, um aus dem Minus auf dem Konto rauszukommen. Von den 50 Euro werde ich nicht bestreiten. Mietkosten, Handyrechnungen und solche Geschichten.
Aber was auf jeden Fall da reinspielen wird, Lebensmittel, Party. Wenn man weiß, was Luca allein für Feiern ausgibt, ahnt man, wie schwer das wird. Also an einem Abend, also wenn es ein richtiger Partyabend, harter Abend war, würde man ungefähr auf vielleicht 100 Euro kommen. Um aus den roten Zahlen zu kommen, möchte der partyfreudige Student künftig nur noch 50 statt 200 Euro im Monat für Essen, Ausgehen und Unternehmungen ausgeben. Das macht am Tag gerade mal 1,50 Euro. Ob dieses Vorhaben nicht zum Scheitern verurteilt ist, wird sich zeigen. Zeit für Luca, Kleingeld und EC-Karte wegzusperren, um gar nicht erst in Versuchung zu geraten. Als Taktik habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall die 50 Euro erstmal zu splitten und sage ich mal erstmal für jede Woche 10 Euro einzurechnen. Gut, und dann bleiben mir am Ende des Monats nochmal 10 Euro übrig und die dann vielleicht nochmal richtig auf den Kopf hauen. Optimismus ist zumindest seine Stärke. So, dann geht's jetzt also los. Wir sind gespannt, ob er so sparsam leben kann, wie es sein Vorsatz sagt. Geld sparen und weniger Schminke haben wir schon. Fehlt der typischste aller Vorsätze, die sich die Deutschen zum Jahreswechsel vornehmen. Etwa jeder zweite Raucher in Deutschland will aufhören. So auch Jill, die wir zu Hause in ihrer kleinen Studentenbude treffen. Die 22-Jährige raucht seit 3 Jahren. Angefangen hat sie nur, weil der ganze Freundeskreis raucht. Doch jetzt möchte sie die Sucht hinter sich lassen. Also Rauchen finde ich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht cool. Also es gibt wirklich zu viele negative Eigenschaften vom Rauchen. Also, dass man stinkt. Klamotten, die fangen an auch zu riechen. Zähne werden gelb. Man altert schneller, was auch jetzt zum Glück man noch nicht sehen kann. Aber später möchte ich natürlich auch noch top aussehen. Die modebewusste Studentin arbeitet nebenbei als Hobbymodel, Promoterin und an der Theke eines Nachtclubs. Das Aussehen ist in dem Job wichtig, also wirklich ausschlaggebend. Die Ausstrahlung, muss sich gut präsentieren können, das Produkt gut verkaufen. Gut promoten kann Jill, das merken wir, als wir ein sehr skurriles Kissen in ihrem Zimmer entdecken. Das habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen, weil ich das so süß fand. Und ja, Rauchen ist auch Kacke. Und weil dem so ist, ist Jill fest entschlossen, einer Packung Zigaretten am Tag ab sofort zu widerstehen. Auch finanziell für die Studentin ein Vorteil. Ich gebe ungefähr 200 Euro im Monat schon aus fürs Rauchen. Das ist etwa die Hälfte dessen, was sie monatlich durch Jobben verdient. Und Jill weiß, wie schwer es ihr fallen wird. Ich habe, glaube ich, schon öfters versucht aufzuhören mit dem Rauchen. Schon 3-4 Mal. Bin kläglich gescheitert. Damit es diesmal besser klappt, will sie es mit Hypnose versuchen. Ihr Freund Berschau soll sie zur Therapie begleiten und Händchen halten. Das hier ist meine letzte Zigarette. Ja, da sollst du erstmal schön genießen. Du wirst mein Zeuge, das ist meine letzte Zigarette. Um dem Nachdruck zu verleihen, vernichtet Jill den Rest des Packungsinhalts. Meinst du, es funktioniert so einfach? Es wird schwer sein, auf jeden Fall. Aber ich werde es schaffen. Doch schon auf dem Weg zur Hypnose entdecken wir das. Also du hast doch gerade schon die letzte geraucht. Funktioniert nicht so? Momentan noch. Momentan läuft es noch nicht so gut. Also ich werde noch schwach. Jill hofft, dass der Hypnotiseur bei der Rauchentwöhnung helfen kann. Jenny verabschiedet sich heute von ihren zahlreichen Schminkutensilien. Ich denke mal, es wird sehr schwierig für mich werden, denn ich schäme mich ja schon, zum Bäcker zu gehen, ohne geschminkt zu sein. Also es wird schon eine harte Zeit, aber ich bin auch sehr gespannt und auch sehr motiviert, das mal durchzuziehen, weil ich das ja auch wirklich möchte. Jennys Freundin Steffi soll sie beim Abschied ihrer Schminksachen unterstützen. Sie hält wenig von Jennys Schminksucht. Ich weiß, du möchtest auch immer, dass ich mich weniger schminke, aber sag mal ehrlich, guck mal, wenn ich mich jetzt abschminke, wie wirke ich denn dann? Das ist doch total scheiße. Natürlich. Natürlich ist aber nicht Jennys Stil. Um das Selbstbewusstsein aufzupäppeln und der Haut etwas Gutes zu tun, wird sie sich einen Monat lang nicht schminken. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also irgendwie ist es eine Erleichterung, aber ich fühle mich zugleich auch leer. Aber vielleicht bin ich ja gar nicht so unattraktiv ohne Schminke. Ihre Freundin kann das gar nicht verstehen. Die ist so ein hübsches Mädchen, aber leider hat sie halt diesen Wahn im Kopf. Und damit Jenny nicht in Versuchung kommt, nimmt Steffi den Karton Schminksachen mit zu sich nach Hause. Morgen, wie sehr hat die Haut der Schminksüchtigen bisher gelitten? Und Jill versucht es mit Hypnose statt Rauchen und denkt an
shoppen. Und während Jackie und Alex versuchen, vegan zu leben, können wir nur hoffen, dass Luca mit 1,50 Euro am Tag nicht verhungert. Höllisch scharfe Soßen, feurige Peperoni. In Hannover fand zum zweiten Mal das Chili- und Barbecue-Festival statt. Höhepunkt ein scharfes Wettessen. Zum ersten Mal dabei Denise aus Hamburg.